Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die Mona Lisa ge... Oh, das klingt so falsch. Wir haben die Mona Lisa geöffnet. Nein, sagen wir es mal so, wir haben den Wandtresor, welcher durch ein Abbild Mona Lisas getarnt wird, geöffnet. Das sollte nicht ganz so viele Zweideutigkeiten enthalten, hoffe ich zumindest. Gut, man kann überall Zweideutigkeiten sehen, wenn man das gerne so möchte, aber... Oh, Moment. Killerratten des Todes. Halt. Erstmal die Killerratten des Todes, ja, beseitigen. Ganz wichtig. Die ziehen einem ganz schön viel Leben ab. Die ziehen einem wirklich so viel Leben ab, dass... Nein, ich habe doch die Gentaste eigentlich nicht losgelassen. Mir stockte ganz kurz der Atem, muss ich ehrlich zugeben. Gut, laufen wir also die Runde nochmal. Notiz an mich, oben abspeichern. Das sollte wirklich meine ganz gute Notiz sein. Weil es auch hätte schief gehen können. So, jetzt nehme ich die vorsichtige Variante. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich auch mit einem Vorwärtssprung und Handlungstaste sie da hätte festhalten lassen können gerade. Okay, wir speichern lieber meine Runde. Wer stört mich denn hier die ganze Zeit? Groupon, nein, ich will jetzt keinen Coupon haben. Aber danke für die Nachricht, Groupon. Schön, dass du mir eine Nachricht geschrieben hast und ich sollte endlich mal meine Geräte lautlos stellen. Moment, das mache ich mal lieber. Okay, ich weiß, der Chat funktioniert. Heißt, ich kann das hier erstmal schließen. Schon mal gut zu wissen. So, beide Geräte sind lautlos. Endlich halten die Geräte mal ihre Klappe. Dieser Dachbalken. Wie viel Tonnen muss der denn aushalten? Das ist ja geil. Vielen Dank. Das ist mal wirklich, das ist ein geiles Kompliment. Also ich lese, also hier, nur wegen deines Streams LPs habe ich mir Tomb Raider 1, 2 und 3 gekauft. Geil. Das ist ja mal richtig geil. So, warte mal, komme ich hier am Stehen rüber? Also per Schlusssprung. Warte, jetzt muss ich aufpassen. Da ist der Nazi. Nee, Moment. Hat er mich getroffen? Ich glaube, der hat mich getroffen. Also mein Ziel ist es, nicht, dass sich alle wundern, warum ich jetzt wegen solch Lappalie lade. Mein Ziel ist es, möglichst nur mit Pistolen und möglichst ohne Medipacks durchzukommen. Das ist, wie gesagt, bei diesen Leuten mit dieser schallgedämpften Pistole eigentlich ein leichtes Unterfangen. Da haben manchmal diese, ja, diese Schlagstockspieler. Schlagstockspieler. Schlagstockspieler? Was ist das denn für ein Begriff? Als die Leute mit ihren Knüppeln, klingt das besser? Nein, auch nicht. Es lohnt sich eigentlich nicht, jetzt schon zu speichern, aber... Ja. So, was haben wir denn hier noch? Aber ich finde, dir zuschauen macht mehr Spaß, als es selbst zu spielen. Nanu. Gut, ich könnte dir anbieten, dass du es parallel dazu spielst. So, wir müssen ihn austricksen, denn wir müssen dafür sorgen, dass er wieder hochklettert. Man muss die Gegnermechaniken wirklich ganz gut kennen. Und dadurch, dass Tomb Raider 2 mein Lieblings-Tomb Raider ist, werde ich, also ist das auch das für mich am besten geeignetste, um solche Challenge zu veranlassen. Ach ja, da oben. Gut, ich will jetzt nicht wissen, wie die Mechanik des Hebels mit diesen Kronleuchtern über diesen Dachbalken verbunden ist. Aber es wird schon funktionieren. Also irgendwie wird das schon funktionieren. Was wir jetzt bezweckt haben, ist hoffentlich. Warte mal, bevor ich darüber springe, ich bin mir bei diesen Mechaniken nie sicher. Okay, es hat aber funktioniert. Wenn ich jetzt richtig liege, sind die Kronleuchter jetzt vertauscht. Im 16 zu 9 Modus ergibt diese Perspektive, also wenn man sich hier umguckt, irgendwie einen ganz komischen Effekt, oder? Das zieht sich dann ganz schön in die Breite. Aber anders lässt sich das Spiel leider nicht ordentlich spielen. Das ist das andere Problem.
Also, diese alten Spiele haben Zicken. Auch wenn man die über Steam kaufen kann, die haben gewisse Zicken. Das ist das Problem. Du kannst sie halt nicht so einfach einstellen mit der Auflösung, dass sie dann auch so laufen, wie sie laufen sollten. Nur mal so als Nebenanmerkung für die, die auch mal vorhaben, es zu streamen, zu Let's Playen. Das sind Dieven, diese Spiele. Das könnt ihr mir glauben. Jetzt wünsche ich mir an dieser Stelle diesen Standsprung, diesen kleinen aus Angel of Darkness. Okay, ich wünschte mir auch, dass ich diesen Sprung besser abgestimmt hätte. Besser abgestimmt hätte. Ich habe da oben nicht gespeichert. Ernsthaft? Ich habe da oben. Ernsthaft? Doch, warte mal. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, Lara, du hattest recht. Lara hat zu mir gesprochen. Das könnt ihr nicht hören. Sie spricht über ein imaginäres Headset zu mir. Heißt also, ich habe das jetzt aus dem Stand so nicht geschafft. Jetzt aber. Okay. Merken wir uns. Und können sich jetzt alle merken, alle aufschreiben. Ich schreibe das jetzt an die imaginäre Tafel, um die Tomb Raider-Unterrichtsstunde zumindest so zu gestalten, dass wenigstens etwas an der Tafel steht. Dass wir hier geschneiden. Dass die Sprünge so ausreichen. Seht ihr diese Mona Lisa? Die sieht ganz schön gruselig aus. Jetzt verstehe ich auch, warum das Spiel ab 16 ist, wegen dieses Gruselbildes. Oder war das noch ab 12? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, aber eigentlich hätte ich auch in 30 FPS streamen können, fällt mir ein. Aber egal. Wartet, wo musste ich jetzt hin? Ich musste irgendwo runter. Ich konnte, dessen bin ich mir bewusst. Ja, irgendwo noch in diesen Kamin. Warte, es war weiter oben. Richtig oder richtig? Es war richtig. Denn der da unten brennt. Das weiß ich, ja. Das ist gut zu wissen. Aber da gab es noch einen kleinen Nebeneingang. So, was haben wir denn hier? Sieht besser aus als das Original. Okay, also meinst du jetzt vom Bildverhältnis her oder von der Auflösung? Also, das hängt ja aber damit zusammen, die Steam-Version lässt sich ja in Full HD spielen. Aber trotzdem hat auch die Steam-Version so diverse Zicken. Die Originalversion ging, glaube ich, in 1024. Ging die schon in 1024 mal 768? Ich bin mir dessen jetzt nicht bewusst, aber es war damals überhaupt schön, wenn das Spiel überhaupt mal lief. So viel sei angemerkt. Okay, hier können wir uns noch einen Durchgang basteln. Ist aber hinfällig, weil ich das Sekret schon gesammelt habe. Ih, warum sagen. Ich sammle Laras Sekrete. So weit ist es schon mit unserer Ehe. Okay. Wartet. Ich möchte nochmal meine Geheimnisse verifizieren. Ich habe das erste und das dritte Secret. Das grüne muss ich noch sammeln. Und bevor ich diese Bibliothek öffne oder Bücherei. Ja, ich habe gespoilert. Ich bin so blöd. Ach so, meinte die Mona Lisa. Ja gut, aber zwischen gruselig aussehen und gruselig aussehen, wo ist da der Unterschied? So, jetzt muss man nämlich aufpassen. Ich darf nur mit Pistolen kämpfen. Okay, der ist kein Problem. Die sind nur auf die Nähe hin ein Problem. Das haben wir also geschafft. Gut, hier hat sich soweit noch keine Tür geöffnet. Ich muss jetzt nur noch überprüfen. Weil es gab einen Bereich, da muss ich nämlich auch noch hin, weil es da nämlich eine Waffe zu holen gibt, die man sonst erst später bekommt. Also genau genommen vielleicht ein Level später, aber so achtlos gehen die mit Büchern um. Sie tri. Hier, das ist die Mbako Martoli Bibel. Die müssen wir mit Füßen treten. Alles, was man hört, sind quietschende Ratten. Die sollten meine Ölung bekommen oder sowas. Die sollte man wirklich mal ölen. Also, nee, das geht so gar nicht. Also, liebe Entwickler, da habt ihr ganz schön geschlampt. Aber auch wenn ich das jetzt erwähne, was bringt das?
Es bringt rein gar nichts. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da kam noch keiner raus. Nicht? Okay, dann ist das jetzt aber trotzdem eine kritische Stelle. Genau! Ich muss jetzt gegen zwei Sniper-Typen mit Pistolen bestehen. Wo ich jetzt ganz schön viel Schaden erhalten habe. Aber okay. Wir nehmen das jetzt mal als gegeben hin, diese Tatsache. Das ist in Ordnung. Aber lieber habe ich die jetzt schon erledigt. Warum sammle ich eigentlich diese Munition ein, wenn ich eh nur mit Pistolen kämpfen möchte? Was eigentlich total dämlich ist, wenn ich so irgendwann mal auf einen Endgegner hinblicke, aber. Also, ja, auf so einen richtig schweren Endgegner und auf viele weitere Gegner. Also der Hotz des Drachen nur mit Pistolen, möglichst ohne Medipacks. Deswegen sage ich lieber möglichst ohne. Das hält mir wenigstens noch die Optionalität offen, doch mal Medipacks zu verwenden, falls es wirklich nicht anders geht. Gut. Hier sind wir schon in einem Bereich, der eigentlich nichts, also doch, der noch wichtig wird. Jetzt aber. Ach so, doch. Man könnte jetzt schon. Man könnte jetzt praktisch schon den Level beenden, aber da entginge uns einiges. Nee, könnten wir noch gar nicht. Oder doch, das ginge wohl, weil die Entwickler irgendwas nicht berücksichtigt haben. Also, wir speichern lieber erstmal. Bevor es dann weitergeht. So, zack. Schön mit dem Kopfsprung rein. So muss es so und nicht anders muss es sein. Gut. Es ist halt echt ein verrücktes Rätselraten, weil man echt keine Ahnung hat, wie viel Leben man hat. Aber es macht Spaß. Das ist halt die Zusatz-Challenge in diesem Spiel. Das können wir noch nicht betätigen, sollten wir aber auch tunlichst vermeiden zu betätigen. Zumindest, wenn man das dritte Secret noch nicht hat, welches wir uns jetzt schon mal im Vorrat holen. Weil es dann nämlich, wenn man diesen, wie nennt man das Ding eigentlich? Ich komme jetzt nicht auf diesen Namen. Aber wenn man das Ding halt betätigt, war das ein Querschläger oder war das ein Schuss von irgendjemandem, der mir da Böses wollte? Also, der Lara Böses wollte. Wir haben jetzt auf jeden Fall ja, Schrottmunition erhalten. Könnte man eigentlich auch mit Schrot gleichsetzen. Wenn man Müll in die Schrotflinte packt, dann ja, schrotet sie auch so vor sich hin. Okay. Soweit, so gut. Man könnte. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Falldamage erhalten haben. Ich glaube sogar, man könnte. Warte mal, kann man das? Wartet mal. Ich würde es nochmal überprüfen, ob ich jetzt doch schon. Na klar, ich könnte einfach da hoch. Also wie gesagt, das, was wir jetzt noch machen, wäre an und für sich gar nicht notwendig. Ich mache es trotzdem, weil mir, wie gesagt, dann noch eine Waffe entginge, die ich zwar nicht nutze, aber der Vollständigkeit halber. Ich möchte ja hier jetzt nicht unbedingt alles skippen. Heißt also, wir dürfen jetzt hier in diese Bücherei wieder rein. Warte, wo muss ich nach oben klettern? Ist im Prinzip egal. Ah, diese Ratten. Dabei gibt es ja nicht mal sanitäre Anlagen, woher die, also woraus die kommen könnten. Ach, da drüben. Okay, das geht hier. Ach doch. Warte. Also man kann, wenn man das richtig anstellt mit dem Drücken, dann kann man das erreichen. Dass man schneller schießt als die normale Schussabfolge. Ist nicht immer so einfach. Ja, Orchester, ich weiß, es droht Gefahr. Es ist Alarm. Alarm. Oh Gott. Ja, wenn mir jetzt jemand ein Follow beschert, dann weiß ich, was von der Musik, also was von Sound kommt. Oder von wo kann der kommen? Ich warte mal ab, vielleicht kommt der ja hier hin. Okay. Ich höre ihn. Ich weiß nicht, ob ihr die Schritte auch hört. Okay, wenn ich weniger faseln würde, vielleicht.
Ich höre ihn. Okay. Ich weiß, dass er dort ist. Und er weiß, dass ich hier bin. Okay. Gut, das ist verkraftbar. Es gibt weitaus Schlimmeres. Das ist in Ordnung. So. Der hat auch nichts gedroppt. Alles klar. Wir müssen ja für Ordnung sorgen. Wir müssen ja ankündigen, dass wir da sind. Ansonsten wäre das ja auch langweilig. Hier konnte ich jetzt aber nach oben, richtig? Richtig. Schön, dass ich mir meine Fragen selbst beantworte. Also, wenn wir da nach oben können, hat das zur Folge, dass ich auch irgendwo mal wieder raus kann, wenn ich mich da richtig entsinne. Ja, genau. Man könnte jetzt einfach darüber klettern am Bücherregal, das ist aber zu langweilig. Da präferiere ich ach, doch eher diesen Weg, indem wir hier mal nach oben klettern, um die Scheibe zu zerbersten oder zum Zerbersten zu bringen, weil wir dann nämlich so erstmal eine schöne Musik hören, die ich erstmal je unterbreche. Ich weiß, Schande über mein Haupt und so. Schande. Ich weiß, wie gesagt, nie, ob man da Force Damage erhält oder nicht. Ich weiß immer nie. Was ist denn das für ein Ausdruck? Okay. Ich glaube sogar, da gibt es noch ein Figurchen. So, und jetzt gibt es hier einen ganz kleinen Trick. Wenn man den nämlich kennt oder wenn man diesen berücksichtigt, dann hat man das Vergnügen. Warte mal, stehe ich jetzt optimal? Ich hoffe. Ist mir ein Speicherer wert. So. Ja, ich bin viel Speicherer. Passt aber so. Wenn man nämlich da an die Ecke geht, weil da eine Erhöhung ist, kommt man rüber. Und dadurch, dass man da rüber kommt, kommt man nämlich hier hinein. Komischerweise ist das kein Secret. Also ich verstehe auch nicht, warum dies kein Secret darstellt. Wäre eigentlich ein würdiges Secret gewesen. Und was haben wir hier? Richtig, die Uzis. Uzis, Uzis, ist ja egal. So eine Schnellfeuerpistole halt. Die eigentlich wie die Pistolen sind, aber wie dem auch sei. Wo sind die ganzen Zuschauerlines hin? Die sind auf einmal nicht mehr da. Ist dieser Level zu langweilig? Ich hätte ja, also ich hätte ja gerne andere Level geboten, aber die Reihenfolge gibt leider nur her, dass man diese so spielen muss. Und Level-Skip wäre ein bisschen blöd. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es hier noch jemanden gibt, aber wen? Ist das so ein Nazi-Bold oder ist das ein... Oder ist es gar keiner? Okay. Also er hat es wahrscheinlich vermutlich ganz gemütlich hier, denn ich sehe ja da einen Ofen. Heißt also, er konnte hier richtig alles anheizen. Ja gut, da hätte man sich ja überlegen können, wenn es hier so warm ist. Ja, dieser Sprengschlüssel. Oder wie heißt er hier? Detonator Key. Okay. Okay, da bin ich leider ein bisschen zu geradlinig gesprungen. Heißt also, sie konnte sich da auch nicht hoch. Was? Okay, die zwischen die Beine Kamera, wir genießen sie gerade noch ein bisschen. Weil ich erstmal einen Schluck trinken sollte. Wie spät haben wir es denn eigentlich? 19:08 Uhr. Heißt, ich hänge schon ganz schön lange an diesem Level. Oder an diesen Leveln. Eigentlich ganz schön lange dafür, dass ich die eigentlich noch relativ gut kenne. Und warum sage ich so viel eigentlich? Das sollte man eigentlich auch mal ablegen. So, jetzt, wie gesagt, immer schön drehen. Weil eh die sich umgedreht haben, ja, hat man sie schon so schön schnell erledigt. Deswegen alles kein Problemchen hier. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, das Problem mit diesem Typ, der da hinten steht.
Ich will jetzt nicht noch mal öfter da lang rennen. Heißt also, wir speichern lieber noch mal ab. Okay. Gut, haben wir. Ich hoffe bloß, dass nicht nochmal irgendwelche Leute kommen. Den habe ich jetzt gut überlebt. Ich habe nur das dumpfe Gefühl. Wisst ihr was? Ich werde den Level beenden, ohne dass wir das Haus in die Luft sprengen. Aber ich möchte ja uns den Spaß nicht entgehen lassen. Aus diesem Grunde. Nee, da oben hängt noch keiner, ne? Nee, der lässt doch da nichts fallen, weil. Jetzt kommt nämlich folgender Punkt. Wenn man diesen Detonator Key betätigt, dann macht es einmal Kaboom. Das sieht man nur nicht, weil das damals mit dieser Engine wohl nicht darstellbar war. Ist aber auch nicht weiter schlimm, das soll ja nicht Gegenstand der Sache sein. Ich speichere wahrscheinlich noch mal ein letztes Mal. Ja, 69 Mal. So, gut, bei Lara kommt man gerne auf Gedanken wie 69, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir gucken uns das an. So, da ist einmal Kaboom gemacht. Und schwupps ist nämlich da oben ein Figuckchen, was nichts fallen lässt. Wir werden das jetzt einfach umgehen. Wir laden den Spielstand. Weil, wie gesagt, der zerschießt uns dann. Das wollen wir ja nun nicht. So, passt auf. Wir machen jetzt einen feinen Trick hier. Schön, oder? Gentaste und Handlungstaste beim Hochziehen gedrückt halten. Dann passt das. So. Wir möchten jetzt diesen Level verlassen. Sehe ich das richtig? Ich glaube, wir sehen das Gold richtig. Heißt, wir klettern jetzt nämlich einfach hier nach oben. Ansonsten hätte man. Ja, ansonsten hätte man nämlich schön da hochklettern müssen, sich nochmal mit diesen Männern kicken. Okay, ich glaube, wir können es doch nicht abkürzen. Okay, das ist irgendwie nicht logisch. Moment, das probiere ich jetzt nochmal. Also rein theoretisch kann sie sich daran festhalten. Aber nur rein theoretisch. Wäre zu viel verlangt. Verdammt, dann müssen wir. Oh Gott. Das wird hart. Ohne Medipack jetzt zu versuchen, dann doch die Hütte in die Luft zu sprengen. Nee, ich ging eigentlich davon aus, dass das mal funktionierte. Naja, ist egal. Haben sie wahrscheinlich gerade live gehotfixt oder so. Weiß ich nicht. Schnell mit einem Hotfix aufgespielt. So, ich muss auf jeden Fall schnell weg. Okay, er trifft mich auch dort. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hilft es, wenn ich mich bewege? Ich will nur mal ausprobieren, komme ich dann da hoch? Nee. Das ist nämlich auch das grundlegende Problem. Okay, da oben steht dann sofort ein Figuckchen. Schnell weg. Okay. Hier scheinen wir erstmal sicher zu stehen. Heißt also, wir speichern das 71. Mal ab. Ich komme ja da nicht so ohne weiteres rauf. Okay, das kann aber funktionieren. Es kann funktionieren. Warum war das eigentlich plötzlich so still? Gut, ich bin erstmal hier hinten. Bin jetzt erstmal in sicherer Entfernung. Wie war das? Ich speichere wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Level. Gott, das ist dadurch hinfällig geworden, aber egal. So, etliche Nachrichten, aber. Nichts, was jetzt von Belange ist für diesen Progress. Ja, ich mache jetzt hier voll den harten Progress. Zeigen doch mal, wie stilvoll Lara hier hoch kann. Und um das in echt zu verwirklichen, das braucht schon ganz schön Kraft. Gut, ich habe es aber geschafft.
Ich denke nicht, dass der jetzt noch mich irgendwie treffen sollte. Und jetzt, hoho, ich hab dich getroffen. Nein, zum Glück nicht. Okay. Jetzt kommen wir an eine interessante Stelle, die gleich am Anfang sehr interessant wird, weil wir da nämlich auf eine Person treffen, die mir Schaden verursachen kann. Also wenn ich nämlich nach unten gehe. Yay! Hat ja nur 39 Minuten 52 gedauert. Okay, jetzt haben alle einen Hörsturz erlitten. 39 Minuten 52 Sekunden, alle drei Secrets, 36 Gegner erledigt, 867 Schuss mit 652 Treffern und 0 Medipacks sowie 2,78 Kilometer. Yay. Okay, hiermit seid dieser Level beendet. Yay!